Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Erlesners, willkommen hier zurück auf einer weiteren Folge mit App Store Heide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen Auto. Du konntest noch retten. Wo wir hier sind. Nee. Nee? Ich hab grad nachdenken müssen, was ich jetzt als erstes sag. Ach so. So, wir sind zurück auf der App Store Heide und ja, ihr seht, denkt ihr jetzt sicher, wieso ist jetzt noch ein bisschen dunkler, wieso sind die Felder reif? Ich hab fertig geschwitzt und nach einem Tag vorgespult, weil der Regen angesagt hat und es war noch nichts reif. Ja, deswegen haben wir jetzt einen neuen Tag, wir haben es 6.12 Uhr. Mit der Heuflo. Und ja, oh, stimmt, da war ja auch noch was. Das haben wir ja ganz vergessen gehabt. Eieieiei. Tü. Die Kühe haben halt auch immer noch nichts zu essen, aber das ist dringend bekommen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt, weiß nicht, wie viele haben wir jetzt? Haben wir 20 Stück? Du. Ich glaube, wir haben so weit vergepult, das ist weg. Warte ich? Warten Sie, ich komme. Achso, oh scheiße, ich glaube, das ist gewachsen, oder? Ja, dann ist weg. Braucht man da nicht noch irgendein... Aber, es liegt noch ein Ballen. Das ist schon mal... Ja, es ist Strohballen, aber es ist Ballen auf der Wiese, es ist nur was da von vorher. Das war nicht das, was wir eigentlich uns erhofft hatten, aber gut. Kann man was ist das für eine CCM-Mühle? Was ist eine CCM-Mühle? Das ist für Mais Plus. Oh, ich weiß gar nicht, kannst du da Mais malen? Ich muss jetzt das schon abkriegen. Da irgendwas dran stehen. Nee, jetzt. Die Mühle wird genutzt, um CCM auf Körner Mais zu malen. Den Joske brauchen wir nicht mehr, oder? Nee, kannst du wegmachen. Sie können Luprosil hinzufügen, um mehr Ertrag zu bekommen. Ja, was ist Luprosil? Das ist Luprosil oder das komische? Ich habe keine Ahnung, was... Ja, das genannte Luprosil-Behälter. 8000 Groschdetail, leck mich am Arsch. Was ist dieser Luprosil-Behälter? Luprosil. Oder Luprosil. Ja, ja. Achso, das ist irgendein Dingens, oder? Ist so ein Zusatzmittel, was man da braucht, oder? Würde ich mal sagen. Nee, braucht nicht, aber das steigert den Ertrag. Achso. So, dann räumen wir die Spritze gleich wieder auf. Ach so! Oh. Ich denke mir so, warum kann ich denn die Scheiße nicht abkuppeln? Steht draußen, drückt die ganze Zeit Y. Merk so. Wir haben kein manuelles Ankuppeln damit drauf. Schwierig. Oh, Licht toll. Aus. Dein Frontlader. Jetzt hänge ich hier fest. Oh, ne, geht. So, warten Sie. Also, wir brauchen jetzt eigentlich im Prinzip. Ich muss an deinen Frontlader reinfahren, damit wir an die Ballengabel rankommen. Hoffentlich ist mit Tragbeiner so breit dafür. Oh, ja, gut, ne. Ja, wie gesagt, unsere Felder sind reif, wir brauchen den Drescher. Ich sag's ungern, aber wir brauchen den Drescher. Wir haben 21.000 Flo. Wir haben den Rostenmensch. Sag's immer drauf. Wieder, der gibt das Geld aus für nix. Was? Stimmt gar nicht. Also der Glas kostet in der Miete 7.000, das wird sich ausgehen. Von Anfang noch dazu, okay. Haben wir immer noch so 11.000. So. Das passt, brauchen wir nicht. Bis heute GPS noch nicht mit. Das sagen wir auch die ganze Zeit und machen es nie. So, ich hab's jetzt mal gemietet. Was brauchen wir dann noch? Schneidwerk. Das, weil in VCA ist ja jetzt GPS schon mit verbaut. Ja. Ja, wir haben noch immer das andere mit drauf. Das sowas kostet. Ja. Hat. Seit welcher Folge soll man das schon, dass wir das irgendwann mal runterschmeißen wollten? War da was? Warte mal, das Gras liegt hier noch. Das zerklickt hier noch, Flo. Das liegt weg, das liegt hier noch. Das Heu? Oder Gras? Oder was soll immer das war? Das muss ich mir jetzt halt echt angucken. Ich hab das halt nicht gesehen, ne? Oder war das einfach so überwachsen?
Oh, das ist krass. Kälbchen haben schön Rotlicht hier. Rotlicht. Ist einfach so überwachsen damit das. Du musst Licht einschalten, nach unten schauen und springen. Das siehst du. Achso, warte, hier liegt. Tatsache. Ah, das ist immer noch krass. Ja, aber. Ja. Was machen wir jetzt damit? Ja, mähen und dann hoffen, dass was wird. Nochmal wenden, oder was? Ja, also so macht es ja keinen Sinn, weil wir müssen so oder so drüber mähen. Aber wie macht man Heu mit dem... Ja, wahrscheinlich ist es so, du musst es einfach mehrfach wenden. Einmal, dann halt warten, dann nochmal und dann irgendwann nochmal. Die halten echt auch. Ich habe einen Zahn mitgenommen. Also ich wüsste zwar nicht an was das, also wüsste jetzt nicht an was das liegt, immer das aber mehrfach schwaden muss, weil wir haben keinen kein Seasons mit drauf. Mehrfach schwaden? Mehrfach hinten. Ah. War da was? Nee, ne. Ich weiß nicht, wieso, aber das verwechselt man irgendwie immer. Teilweise. Ich kann ja nicht sagen, warum das so ist. So. Dann muss ich nicht denken, so ausschließlich. Ich weiß es. Ja, was soll ich denn? Warum der das so oft vergisst? Achso, und? Weil du vergesslich bist. Das ist nur Unterstellung. Ja, okay, das stimmt. Florian, 15 Jahre alt, ist vergesslich. Perfekt, voraus jetzt. Oh nö, ich hab wieder was kaputt gemacht. Sogar Mori. Das Ding ist, wieso parke ich ihn hier oben, wenn die. Ja. Das könnte doch nicht machen. Ich drehe jetzt dann nochmal um. Ja. Wenn zum Thema drehen wir nochmal kurz um, weil wir da kommen wir nicht rein. Schauen wir schon jetzt aber. So, wir könnten eigentlich auch schon seit gefühlt 15 Minuten Radio anmachen. Ich habe das ja komplett verabschiedet, ne? Ich habe einfach die Ruhe genossen. Das ist doch auch mal wieder schön. Guck mal so. So, wieder raus auf die Straße. Oder auf die, ja. So, dann fahren wir hier rein. Und dann parken wir den Kollegen hier seitlich. So. Was mache ich denn jetzt? Man. Schon wieder. Ich kann auch mähen, also. Dann ja, dann fahr du mähen, ne? Dann gehst du dreschen. Was? Dann gehst du dreschen. Ja, okay. Schon wieder. So. Oh Gott, da kommt der wilde Johnny entgegen. Moin, moin. So, das heißt. Das ist der Bilder ein starker. Was? Wild und stark. Hauptsache, wir haben gleich viel PS. So, aber die Marke macht aus, was? Gewicht macht's aus. Ich weiß gar nicht, aber haben die ja doch. Ich glaube, Johnny ist schon ein bisschen massiver baut. Vom Angucken hier mal, vom Äußerlichen. Wie viel. Naja. Ja. Die komplett genauen Vergleich, weiß ich jetzt nicht, aber. Also, ich weiß nicht, ob das Original ist, aber die Frontetroll geht doch nicht so langsam runter. Also. Kann auch sein, hast du schon einen ja, hat er. Ich wollte jetzt gerade nochmal mieten. Das wäre sie tatsächlich nur ausgegangen, aber dann wären wir jetzt richtig arm. Nicht mal Schnellwerkfahren hat er dafür gemietet. Oh, scheiße, den habe ich gerade vergessen. Machst du das nochmal schnell? Ja, mach ich nochmal schnell. Warten Sie. Den könnte man eigentlich gleich kaufen. Ja. Hauptsache Schneidwerkswagen haben kein Schneidwerkswagen kaufen, kein Schneidwerk haben und auch keinen Drescher. Hast du jetzt schon gemietet oder soll ich nochmal? Ich mieten. Oder? So. Nee, aber was das Richtige, gell? Müsste aufgeploppt sein. Irgendwo. Und jetzt hier noch. Shit ist das so, dass, so wie ich nicht dran stehe. Mann! Ja, das war irgendwie auch so. Es ist immer so. Du meinst, du stehst richtig, dann ist das Ding da, der Schneidwerkswagen, und du stehst falsch. Ist immer so. Die Prozentzahl Chance ist so gering, dass da das schon mal so dran steht, wie ich dran stehen will, also oder soll ich.
noch nicht die Hauswand mit reißen, ist ja nicht so. Oder Hallenwand ist eigentlich eher, also keine. Haben wir überhaupt ein Wohnhaus? Doch, wir haben ein Wohnhaus da hinten. Ja, wir haben eins. So arm sind wir nicht. Wir müssen in den Traktoren schlafen. Oh. Dann klappen das mal ein hier. Ja, sieht auch ganz schön aus, der Steier mit dem Pöttinger. So, ich mache jetzt also erstmal die Wiese bei uns am Hof. So, ging, bin rausgekommen, wunderbar. Ja, da passt. Ich weiß nicht, an dieser Böke scheitert es immer. Bin also das erste Mal, wo ich mit der Anhänger rumgefahren bin, bin ich damit Vorderreifen gegangen. Jetzt bin ich auch noch mit dem Mehrwerk gegen. Es ist aber auch eng, wenn man dazu geht. Du hast nichts gehört, alles gut. Wie so, fahrt es mit mir und dem Ballenwagen? Hm? Nix. Ballenwagen? Ach so. Das war aber nicht ich, also du hattest die meisten Crash mit dem. Okay Leute, nicht wundern, das hört sich jetzt an wie eine Sirene. Ja. Flugangriff von oben passen, ja. Oh ne. Dann klappt das da hinten mal aus. Ich glaube, das Hintere hört sich eher humaner an, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Vordere ist schlimmer, aber. Hintere. Ich weiß halt, aber es ist doch nicht der Originalton von denen, oder? Nee. Also. Vor allem, das sucht ja dann auch nochmal nachher so ultra auf. Mhm. Das ist ja das, was mich so wundert. Aber dass es so hochtönig aufsuchen, das weiß ich ja. Ich glaube, wir müssen hier mal die Birke hier fällen, weil die steht relativ weit in unserer Wiese drin. Das, wo man ja alles noch mitmähen könnte. Schon mal näher zum Nachbarn dann überpflanzen das Zeug. So, rausbacken und mitten im anderen Film wieder die Böcke. Boah, kann der Nachbar mal seine Scheißböcke behalten, Mann, ey. Ich glaube, es sind sogar unsere. Also stehen bei uns in der Wiese. Und ich weiß nicht, wie. Spotify nicht. Oh nein. Das kann doch gar, das können sie doch nicht machen. Ich glaube, ich fach. Also, es ist ziemlich ungewohnt. Also, das muss man sagen, es ist eine Schicht, also eine Schicht mehr ist es gewendet, oder beziehungsweise einmal ist es, oh Gott, da müssen wir nicht hier hochfahren. Einmal wird es gewendet, weil es ein bisschen heller, oder dunkel, nee, doch, nicht mehr ganz so saftig aussieht, wie das, was jetzt hier frische Mehl. Das kennt man schon. Aber, muss er wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter drüber. Also Flo, ich bin Bad Boy. Irgendwie, was war das? Darf man mit dem Schneidwerk fragen, was 20 fahren? Ich fahr 25. Oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Nee. Wo sind wir denn? Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Das können sie doch nicht machen. Ich habe auch schon mal Salzstange gehört. Auch ganz, ganz böse, ne? Salzstange? Ja. Was ist mit einer Salzstange? Die habe ich auch schon mal gegessen. Ja. Das macht doch auch bloß die Großen, oder? Nö. Oh. Also, boah, jo, wie lange Salzstange? Ich habe das letzte Mal eine Salzstange gegessen. Da war ich 8. Es ist eine Weile her, sagen wir so. Boah, ich weiß gar nicht mehr, weil. Doch, ich habe sogar vor kurzem erst eine Salzstange gegessen, aber die war lätschert. Oh ja, das weiß ich noch. Ich hab die teilweise mit beim Baden mit dabei gehabt, ne? Die ist dann in die Badewanne reingeklatscht, die ist dann eine halbe Stunde lang rumgeschwommen. Ich so, oh geil, da ist ja noch eine, die gegessen. Boah. Wieso? Das war ein Stang mit dem Bad. Ich weiß es nicht. Du musst mein 8-jähriges Ich fragen. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was bei mir mit mir damals abging. I don't know. Ist das jetzt schon unten da vorne? Ja, ist es. Oh, ne. Man muss dann langsam gewöhnt man sich an den Ton. Ja, eigentlich nicht.
So, wir fahren jetzt dann gleich nur noch Längsbahnen, weil es im Großen und Ganzen mehr Sinn ergibt, weil sonst muss ich immer um die Kurve fahren oder bleibt immer zu 99% was stehen. Hier fährt man es dann zwar nicht zusammen, aber... Kommt man mit dem Eimer außen rum? Mit dem Drescher? Mhm. Hafer, ja doch, das musst du schon schaffen. Der Ertrag ist zwar jetzt wesentlich besser als wie vorher, aber ja, einmal dürfte schon rumkommen. Also einmal definitiv. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ergiebig jetzt Hafer ist. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber er ist ein Getreide, also es ist... Im Getreidebereich. Ist das vorne schon oben? Alter. Wow, die Fronthydraulik geht so langsam. Das ist hin... Also wobei normalerweise vorne als erstes hochgehoben wird. Der Ertrag ist grün. Ja, das ist mal ganz gut. Also grün ist immer gut. Bei der Ampel ist grün gut, da kannst du losfahren. Bei dem Corona-Test ist grün nicht so gut. Oder wobei, nee, weiß ich gar nicht. Nee, bei Corona-Test gibt es bloß einen Strich und zwei Striche. Beim Schnelltest. Aber bei jedem Test, den ich mache, ich habe immer negativ, sogar einen Corona-Test. Außer bei dem. Was? Was? Das ist eine Unterstellung, das können sie doch nicht machen. Kannst du mir erklären, warum der Drescher rollt? Der Drescher fährt. Rollt. Ich bin rückwärts runtergerollt. Hast du die Handbremse? Hast du die Bremse nicht gedrückt? Der ist nur gemietet. Zum Glück war da kein Bäumchen. Ich hab den Hebel so minimal noch auf vorwärts gelassen. Alles also, schwabbelt da hinauf ein bisschen mal, ne? Oder hüpft, ob ich über die Schwarte drüber bin hier. Eieiei. Ich weiß es auch, glaube ich, auch nicht so gesund, über eine schon geschwartetes Heustichgras nochmal drüber zu mähen. Ja, wobei, das ist ja auch nur Gras, nur ein bisschen trockener, aber trotzdem. Das ist halt immer hinten schon vorher oben, bevor es vorne oben ist. Also, ja. Ganz schwierige Situation. Ne, das ist. Das so. Na, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Fernlicht, dann sehe ich noch ein bisschen mehr von meiner Umgebung. Ich lasse da immer den Anfang stehen mit dem Mehrwerk, das kann es nicht sein. So, warte, wir eben hinten hoch. Weil diese Vizelern, was da noch stehen, die werden jetzt einfach mit dem Frontteil nur. Brauchen wir Heck nicht. Das hat schon mal funktioniert. Dann das untere da noch werden wir nicht ganz kriegen, ne. Aber da haben wir noch ein bisschen was. Die größeren Teile mehr ich jetzt nochmal mit hier, wie zum Beispiel hier. Aber der Rest, muss man sagen, lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. So. Hoch und aus. So. Oh. Wäre wieder viel leiser das Ganze. Wer jetzt gedacht. So, erste Wiese ist gemäht. Wunderbar. Dann fahren wir zur nächsten rüber. Wie viel Prozent hast du denn jetzt? Sind wir 20? Wie oft bist du rum? Oder bist du überhaupt schon einmal rum? Fast. Okay, ja. Also du dürfst auf jeden Fall schon ein paar Bahnen schaffen, bevor du komplett voll bist. Laut Anzeige. Was mir auf den Keks geht, dieses Rumgedrehe. Rumgedrehe? Dafür. Von VCR, dieses GPS da. Dafür gewalte ich meine Tastatur immer so halb. Beim Rumdrehen? Ja, diese Bahn drehen da. Um 90 Grad. Ach so. Ja, aber das musst du nur einmal machen, oder nicht? Viermal, Viereck. Achso, du magst Folge, wenn die auch mit GPS, ja dann. Ja, ja. Achso, okay, dann. Dann musst du, dann ist klar. Oh, ist gerade ein Ticken heller geworden. So, vorne sind wir schon gleich wieder hin. Dann sind wir noch schon gleich auf unsere Wiese.
aufpassen. Es ist echt eng mit dem Zaun. Oh, da sind wir doch. Ist überhaupt eine reguläre Einfahrt? Ja, doch nicht zu geben irgendwo, ne? Guck mal da vorne vielleicht. Sieht ein bisschen sympathischer aus. Ah ne, die geht dann noch weiter unsere Wiese. Geht ein bisschen vorne in die Spitze hoch. Aber. Nö. Einfahrt gibt es nicht. Gut. Dann fahren wir ganz normal drüber hier einfach. Können wir ja. So, dann sind wir somit in unserer Wiese. Üb. Dann klappen wir das hinten aus. Vorne aus. Und dann Leute kann jetzt aus. So. So. Kann weitergehen. Hast du dich gemutet? Ja. Mit der Aufnahme oder? Ja, ja. Ach so. Mit dem wunderbaren Stream, Deck, egal, geht das jetzt alles wunderbar. So, ach so, du. Weil ich hab alles mitbekommen. Ha. Ja. In Discord aber dafür traue ich dir, oder? Ja, ja. So viel Vertrauen habe ich in dich, mein Junge. So. Warum? Ich hab dir auch meinen Steuer fahren lassen, also. Dann siehst du, Vertrauen ist da. Was? Aber Bauchweh hat er schon. Hm? Aber Bauchweh hattest du schon. Nee, nicht einmal. Haben wir eher auch Sorgen um die Kühe gemacht, was? Du Flo, steig mal ganz kurz. Was soll ich reden? Also, ja, soll jetzt wieder falsch sein, aber. In den Class-Dominator. Ja, warten Sie, ich hab gerade. Mir ist der Mann aufgefallen. Geht reden, der ist verstanden gestorben. Oh Gott, ja, warten Sie, ich komme. Nee. Ja. Bin drin. Ist bei dir da auch das Schild dran noch? Ach so! Ja, warten Sie, das kann man hier ganz einfach über Simple Easy lösen, wenn ich jetzt den. Ding ins Spiel. Gib mir nicht. Ja, weil. Ah, da! Könnt ihr es jetzt wegmachen? Dann fahren wir ein Stück zurück. Stopp, stopp, stopp. Ja, jetzt ist weg. Jetzt ist nämlich hier an der Seite. Ah. Ja, das ist ja. Jetzt ist das ganze Korn am Boden gefallen. Ich feiere so gemütlich. Ach, nö, jetzt ist der aus. Das Teil schaut aber komisch aus. Warum ist der Licht? Warum sind da Scheinwerfer im Schneidwerk drin? Das ist doch nicht original. Doch, doch. Original gelassen zum Hinab. Oh, nö. So, kann's weitergehen? Ja, kann weitergehen. Ja. Oh, Tinnitus ist da. Na, haben wir ihn, Alter. Oh, nee. So. Dann werden wir hier mal ganz entspannt wieder. Oh, die Fahrtbeleuchtung, also, die hängt aber auch ein bisschen schief. Ja, ja, ja. Da hast du mir wahrscheinlich wieder gegengedonnert vor. In kurzer Zeit. Oh, das war richtig close Orgy. So. Mehr über hochheben. Passt. Der Nachbar ist gegruppert, deswegen fahren wir nicht schon ganz weit drin. Ja, wenn er es schon extra gegruppert hat. Ich weiß gar nicht, Gang und noch eine Gruppe. Oh ja. Perfekt. So, da bleibt wieder die Hälfte stehen. Toll. Ich muss sagen, der Steuer an sich ist super. Aber die Fronthydraulik, die Geschwindigkeit von der Fronthydraulik ist echt für meinen Geschmack ein bisschen zu lahm. Aber ja.
Ansonsten ist er ja wunderbar. Wenn er die Hauptseite so funktioniert, wird gut aussieht, ne? Das zweite kann ich nicht. Das zweite würde ich gerne beschreiten. Ey. Gut aussehen, ich hab nichts gegen den Monner, aber. Nee, was Spaß. Nee. Habt ihr selber einen Steier am Hof oder drum meckern? Nee, nee. Oh, bei mir fängt das Lecken an. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht mehr. Das war ein Fehler. Hat's jetzt echt geleckt oder? Ja, nee, bei mir ist wirklich geleckt. Ja, alles gut. Oh Gott. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Ah ja, bevor wir hier alle noch taub werden, beenden wir lieber die heutige Folge. Denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ah, ein Däumchen wäre ein Träumchen, oh Gott, kein Sinn. Und den roten Knopf drauf, wir haben vor allem nicht getan. Block aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Appstore Heide zusammen mit dem Philipp im LS19. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.